Hallo YouTube, da sind wir wieder. Es geht weiter mit der Endmission. Wie heißt sie überhaupt? Wie heißt sie? Wie heißt sie? Wie heißt sie? Greife die Alienfestung an, heißt sie. Nein, Operation Leviathan, natürlich. Alles klar. Also, wir werden natürlich mehr oder weniger langsam vorrücken. Ich werde probieren, das zu verinnerlichen. An Nosferatu bin ich gerade schon einmal vorbeigehuscht. So sieht es nämlich aus. Geh mal nach da. Du bist ja auch sogar noch verborgen. Yeah, da, ein Mensch. Noch einer und noch einer. Wir müssen sie befreien. Wir müssen, huch, die Menschheit retten. Schon wieder die Pfoten auf den falschen Tasten. Ich muss mal ganz kurz schauen, das Inspirieren hat wie lange Abklingzeit? Wo ist es denn? Here we go. 4 Runden. Okay, das geht ja. Bin halt am Überlegen, jetzt erstmal ein bisschen mit Nos zu scouten. Immer noch keine Gegnats. Okay. Frage, die sich mir stellt. Gehen wir durch den Raum? Ich würde sagen, ja. Hier laufen wir jetzt Gefahr, den Bereich mit aufzudecken und da vielleicht Gegner zu triggern. Vielleicht sollte ich erstmal mit Loha, genau, mit Loha können wir nämlich nach da. Aha. Archon und 2 Mutons. 29 Gegner. Wir zählen natürlich runter. Okay. On my way. Puh, 64% nur. Dann zählt das wohl nicht als erhöhte Position, wo wir da aktuell stehen. Und von hier, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich von hier auch nur einen Gegner sehe. Das wäre halt eine mega geile Position, wenn wir einfach die Wände wegholzen würden. Aber dafür will ich jetzt keine Granate verschwenden, weil... ihr habt selber gesagt, die Mission ist lang. Anhand der Gegneranzahl kann man sich das auch schon denken. Also will ich hier am Anfang mit dem Einsatz von Groß Bum Bum noch ein bisschen... mir das möglichst aufsparen, wenn es auch anders geht. Vielleicht wird es dann umständlicher. Kann aber auch sein, dass uns dann, dass wir später umso mehr brauchen. Kann auch sein, dass wenn ich jetzt spare, wir später irgendwie auch nicht mehr brauchen und dann am Ende noch unsere halbe Artillerie übrig haben und nicht eingesetzt haben. Aber dann ist das halt so. Der Riss hat auch 4 Runden Abklingzeit, okay. Cherry. Closing on target position now. Okay.
Understood. Moving out. Boah, das sind halt unterirdische Trefferwahrscheinlichkeiten. Mein Handgelenk tut so weh. Was ist da los? Kommt der Stream auch noch auf YouTube? Ja, als Folgen. Gedankenkontrolltechnisch werden mir hier gerade Codices empfohlen. Das ist tatsächlich eigentlich eine coole Idee. Wobei, so ein, ist auch schon gefallen, so ein Pokéball des Todes, der wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Also von den Ochsen hier wäre jetzt mal keinen kontrollieren. Ach, und die Gedankenkontrolle kann ich auch noch mehrmals verwenden. Herr Jemine, das ist ja richtig gut. Was ist das für eine Waffe? Psi-Repeater. Nice. Huch. Fünf Runden Abklingzeit. Und wir haben noch von unseren beiden Psi-Soldatinnen jeweils einmal Gedankenkontrolle pro Mission. Also jetzt gerade insgesamt dreimal Gedankenkontrolle und eine füllt sich immer wieder auf. Was auch nicht schlecht ist. Und der Avatar des Commanders muss überleben. Das heißt, das haben wir auch bis zum Missionsende. Ansonsten ist die Mission gefailed. Und der Torwächter kann Leichen wiederbeleben. Ja, da ist aber die Frage, ob wir die dann auch kontrollieren, wenn wir den Torwächter kontrollieren. Dann kontrollieren wir ja irgendwann alle. Der Avatar des Commanders. Kann ja irgendwie nur sinnvoll erstmal nach hier gehen. Dass wir zumindest alle Gegner sehen. So. Wir haben uns platziert. Müssten die Mutants nicht durch Elessias Rüstung in Panik geraten? Es besteht ja nur eine Wahrscheinlichkeit bei der Rüstung, dass die in Panik geraten. Das ist ja kein... Das ist ja keine garantierte Panik. Oder kein garantierter Effekt, der ausgelöst wird. Und bei den beiden, die sind offensichtlich so cool. Sind voll die coolen Dudes. Und deswegen interessiert die das nicht. Vielleicht finden die auch einfach Elessia nicht attraktiv genug, um irgendwie verwirrt zu sein oder so. Oder desorientiert. Prozent ist mir natürlich ein bisschen krass. Wir müssen halt mal schauen, ob wir das hier vielleicht auch schon erstmal, wie gesagt, ne, ohne Einsatz von größerer Artillerie zustande bringen. Achso, ich wollte gerade zu Nosferatu, kann ich aber gar nicht, weil wegen schon zwei Aktionspunkte verbraucht. Den könnten wir inspirieren. Oh, Entschuldigung. Stellt sich halt auch die Frage, was uns das bringen würde. Elessia. 78, 56, 26. Prima. Ist ja auch nicht gerade das Coolste vom Coolen. Achso, Avatar-Gedankenkontrolle ist temporär.
Steht das dabei? Also ich glaube euch das. Ich will nur, vielleicht steht ja dabei, wie lange das anhält und so. Steht nicht dabei, wie lange. Okay. Puh, ich würde beide in die Nulllanze reinkriegen, da steht Loha drin. Boah, wie ätzend ist das denn? Ja, machen wir halt eine Nulllanze mit Loha. Sechs Runden Abklingzeit ist natürlich auch echt ein Brett. 9 bis 14 Schaden. Tschüss, ihr Lappen. Target eliminated. Yo. Sehr schön. So, jetzt alle auf den Avatar, auf den Archon? Fragezeichen. Ich tendiere ja fast dazu, einfach drauf zu holzen. Ich meine, wir machen ja schon mal sichere 8 Schaden mit Legilas. Und sichere 14 mit Elessia. Warte, nicht ausrasten hier. Nicht, nur weil du verlierst, musst du nicht böse sein. Das ist, man verliert halt manchmal. Ah nein, jetzt hat er seinen Kampfrausch. Jetzt ist er doch immer noch 100%. Tschüss. Wunderbar. Impressed yet? Noch 26. Es wird. Es geht voran, meine Freunde. Es geht voran. Den Rest moving to Overwatch. Packe ich jetzt auf Feuerschutz. Wie gesagt, wir haben alle Zeit der Welt, wir haben überhaupt keinen Zeitdruck, keinen Rundendruck, nix. Wir können das hier ganz entspannt angehen. Sie meinte jetzt, oder es meinte jetzt den Commander selbst, ne, der für mehr bestimmt war, weil den haben wir ja am Anfang befreit. Easy peasy wie predicted. Ich glaube, das wird noch ruppig genug. Oh, Entschuldigung. Ich sollte die Maus nicht am oberen Bildschirmrand lassen, wenn ich mich kurz mal strecken will. Meine Herren, gestern, es ist, wenn man nicht so häufig in Fußballstadien geht oder häufig steht, ist das ganz schön anstrengend. Man ist so, weiß nicht, Stündchen vorher im Stadion, dann steht man 90 Minuten während des Spiels, Halbzeit noch dazu, steht hinterher noch ein bisschen, weil man nicht mit dem ganzen Riesenpulk raus will, sondern lieber noch ein bisschen wartet. Ich hatte echt fiese Rückenschmerzen. Teilweise, das war echt nicht schön. So. Nos. Toll, ich werde entdeckt, weil ich durch die Scheibe holze. Kann ja wohl nicht wahr sein. Thank you.
Ja, geil, und schon kann ich nicht mehr weitergehen. Schade eigentlich. Ich fand das schon ganz praktisch. Ich meine, wenn wir jetzt Loha wegbewegen, wird uns das auch nicht viel weiterbringen, denke ich mal. Also ich habe ja schon fast das Gefühl, dass hier direkt die Nächsten auf uns warten. Hier hätte Alessia allerdings ziemlich coole Deckung. Aber ich möchte das nicht. Ich würde echt gern weiterhin Nosferatu als so eine Art Scout nutzen. Hä? Holy! Heiliger Bimbam, Bino. Oh, sorry, den wollte ich nicht bringen. Den bringt ungefähr jeder YouTuber mehrmals täglich. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Legilas, Legilas, Legilas. Mit der erhöhten Position ist hier vorne erstmal schlecht. Hier haben wir wieder ein paar. Die Frage ist, inwiefern bringt uns das dann weitergehend irgendwas? Das werden wir dann sehen, wenn wir da sind. Erstmal müssen wir uns damit abfinden, dass wir vermutlich keine erhöhte Position finden werden. Ich habe auch wieder nicht gespeichert. Das mache ich jetzt schnell. So, jetzt ist die Frage, wann, wie weit können wir gehen, bis wir die Gegner da vorne triggern? Kann ich hier hin? Sure thing. Ich denke ja. Nein, kann ich nicht. So, jetzt werden wir auf jeden Fall Nosferatu inspirieren mit einer unserer Psi-Soldatinnen. Und dann hier erstmal ein bisschen Action machen mit der Säuregranate. Im ersten Stadium sind sie mechanisch oder sind sie im zweiten Stadium mechanisch, die Andromedons? Ich weiß es gar nicht. Cherry. Moving to designated position. So. Mensch, ich hätte ja übelst Bock. 76%. Boah, so ein Torwächter wäre auch geil irgendwie, oder? Für die komplette Mission? Das ist ja ultra cool. Mega viel Rüstung, mega viel Leben. Die ganze Zeit irgendwie, wenn das geht, in dieser defensiven Form lassen und als nur vor und tanken. Im zweiten Stadium sind die beiden Andromedons harmlos, da sie wohl beide Bewegungspunkte brauchen, um an uns ranzukommen. Im zweiten Stadium sind sie mechanisch. Das heißt, sind sie jetzt aktuell also immun gegen die Säuregranate? Sehe ich das richtig? Oder den Explosionsschaden kriegen sie wahrscheinlich trotzdem. Sie sind nur immun gegen
gegen den Säureschaden, hoffentlich. Das können wir ja gleich mal testen. Nachdem wir uns hier halbwegs sinnvoll bewegt haben. Here I come. Wobei, ob das gerade so sinnvoll war, was ich hier gemacht habe, weiß ich auch nicht so genau. Aber der Avatar hat auch eine beschissene Reichweite, ganz ehrlich. Ja, wie zu befürchten war, sehe ich von hier oben mal überhaupt gar niemanden. Hier hin zu fliegen. Scheiße, das zeigt er mir ja gar nicht an. Hier hinzufliegen wäre natürlich echt viel zu riskant. Wirklich viel zu riskant. Gucken erstmal, wohin wir den Shadow verfrachten. Der sieht von hier wahrscheinlich auch keinen. Sehe dich. Gut, Shadow. Richtig gut. Der Avatar des Commanders, den können wir erstmal nur hier parken. Bringt ja alles andere nichts. So einen ollen Dimensionsriss, kriegen wir den da hinten? So ganz irgendwie nicht, ne? Toll! Nulllanze, die wird auch nicht so weit gehen. Und wenn dann stehen jede Menge Leute drin. Bringt halt alles nichts. Avatar des Commanders bis jetzt ein ziemlicher Reinfall. Legilas. Bis 15. Aber wir haben ja noch jede Menge Rüstung auf dem Torwächter. Ich würde sagen, deren Anzug ist gemacht, um Säure zu widerstehen. Demnach sind die auch immun in beiden Stadien. Alter, wo ist das Inspirieren hin? Da. Moment, bringt das überhaupt was? Ja, ne? Granate kann ich werfen. Wir probieren das jetzt mal aus. Ich will das jetzt mal wissen. Also falls es nicht funktioniert, lade ich einfach neu. Wie das jetzt mit dem Schaden bei den Säurebomben und den Andromedons aussieht. Wir haben ja die Säurebomben erst seit kurzem. Insofern konnte ich da jetzt auch noch nicht wirklich die Erfahrungen sammeln. Und wenn, dann hätte ich sie vergessen. Ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen? Es nicht. Einen krieg ich rein, beide nicht. Weil wir irgendwie zwei Felder, weiß nicht, zu weit hinten stehen oder so.
Probier es halt trotzdem mal. Okay. Ich täusche hier niemanden mehr. Nee, ist richtig. Oh, das ist eine üble Truppe, ey. Ja, einmal Sprengzünder bei dem Mutant, der hier rumliegt. Voll gut. Diese unterirdischen Trefferwahrscheinlichkeiten, ey. Ich bin halt gerade mit mir am Ringen, ob ich jetzt versuchen soll, den Torwächter zu kontrollieren. Weil er halt echt ordentlich gut rumtanken könnte. Auch wenn ich jetzt schon die Rüstung zerschreddert habe. Ich überlege gerade, ob ich neu lade, ob ich mir die Granate erstmal spare. Ja, Kontrolle. Wir gucken mal, vielleicht kriegen wir ihn ja klein. Ich würde halt echt gerne mit Shadow irgendwie mal in Reichweite kommen, um vielleicht die Kondensatorentladung da vorne mal reinzuhämmern. Aber mit Shadow geht hier gar nichts. On my way. Ja, Scan-Protokoll, voll gut. Ja, immer so ein leeres Spalt dahin, Fenstern. Komm, Loha, gib mir mehr. Mach sie platt.
Oh, wir haben einen Andromedon unter Gedankenkontrolle. Me like. Kann ich allerdings jetzt aktuell nicht einsetzen. Könnte uns aber schon sehr, sehr gut als Ablenkung dienen. Wäre so oder so kein Kill wegen der Rüstung, die er noch hat. Macht aktuell alles nicht so wirklich den mega Sinn. So, mit Elessia, können wir denn mit dir noch irgendwas reißen? Boah, die Trefferwahrscheinlichkeit, alter Schwede. So eine Schreddersturmkanone wäre ja ganz nett, aber wer weiß, was hier noch alles für Gegner auf uns zukommen. Ich würde halt echt gern probieren, Körner aufzusparen. Klar, mit der Gedankenkontrolle habe ich hier gerade kurz gelesen, habt ihr recht, je früher wir irgendwas kontrollieren, umso länger haben wir was davon. Das stimmt. Sehr gut. Ein Treffer. Ja, mit Elessia will ich jetzt irgendwie da vorne nicht rein, weil da noch ein Andromedon steht. Ich habe da nicht so die Böcke drauf. Wir sind allerdings ein Stück zu weit weg. Hm. 65%. Ja. Können ja Sturm und Schuss, können den Kill landen. Können uns ja dann wieder zurückziehen. Dank, nicht unantastbar, sondern unerbittlich. Auch nur 77. Das ist echt nicht gut. Sehr gut. Rein, töten, raus. So, hier können wir eigentlich nur noch den Feuerschutz machen. Wir haben ja auch nur noch den einen Andromedon, der andere ist kontrolliert. Allerdings, wenn ich euch da in den im letzten Stream richtig verstanden habe, ist er so lange kontrolliert, wie er in der ersten Form ist und dann verlieren wir die Kontrolle. Overwatch. Ja. Hey, du Feigling.
Wir erhalten Meldungen aus aller Welt, Commander. Die Advent-Truppen schlagen zurück, und zwar hart. Unsere Leute wehren sich, aber es sieht nicht gut aus. Was auch immer wir tun, wir sollten es schnell tun. Advent gab eurem Volk Hoffnung. Eine bessere Zukunft. Um etwas Größeres zu sein. Aber ihr verweigert es. Wir gaben euch das größte Geschenk von allen. Was wollt ihr noch? Mao-Arm. Okay, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Es klang, als hätte sich der Andromedon irgendwie der Gruppe um den Sektopoden angeschlossen. Und hier haben wir wieder dasselbe Problem. Die Wände. Also hier einen Range-Sniper mitzunehmen, ist keine gute Idee. Muss ich klipp und klar sagen, der ist hier mehr oder weniger verschwendet. Bis jetzt. Vielleicht ändert sich das noch. Werden wir sehen. Ich sag bis hier erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.